Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist hier Mehrteiler. Alle weiteren Teile findest du direkt unter dem Video verlinkt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Und das ganze Bohren mache ich natürlich an meiner Tischbohrmaschine, da ich ja eine habe. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch per Hand bohren. Und ich nehme dazu natürlich einen Holzbohrer. Ich nehme jetzt hier einen Achter. Ich verwende jetzt hier so Fensterschrauben. Die haben ein schönes grobes Gewinde und ich habe leider keine anderen. Das sind jetzt 120er. Und da werde ich dann zwei Stück jeweils setzen. Also pro Pfosten zwei Stück, damit sich das Ganze nicht verdrehen kann. Und das mache ich jetzt Pi mal Auge. Natürlich solltet ihr jetzt nicht am Rand bohren, so 5 mm vom Rand, sondern ihr solltet da schon genügend Fleisch lassen, damit das Ganze nicht aufplatzen kann. Und euch immer eine Unterlage runterlegen. Ansonsten bohrt ihr im Bohrtisch rein. So, dann legen wir uns das am besten auf eine ebene Fläche hin. Ihr könnt das natürlich auch in Stehen machen, aber so eine Werkbank ist natürlich was Tolles und das nutze ich dann natürlich auch. Ich zwinge mir das jetzt hier fest, damit das Stück Holz nicht nach hinten wegrutscht. Und dann nehme ich, wie gesagt, hier diese Holzschrauben hier, 120er oder Fensterbauschrauben. Ihr könnt natürlich auch andere nehmen. Und die Profis unter euch, die können natürlich auch hier eine Eck- oder Kreuzüberblattung machen. Das heißt, das Ganze wird nachher nur verleimt. Das geht natürlich auch. So, Schraube Nummer 1. Und wenn wir jetzt hier nur eine Schraube nehmen würden, dann könnte das Kantholz sich ja so verdrehen mit der Zeit. Und deswegen setzen wir hier jetzt auch eine zweite Schraube rein, damit das Ganze auch wirklich fest ist und sich nicht mit der Zeit verdreht. Das sind jetzt die Fetten. Sieht schon mal so ein bisschen aus wie so ein Carport. Und jetzt markiere ich mir mal fix die Bohrlöcher, damit ich das Ganze auch gleich bohren kann. Und da gehe ich wie folgt immer vor, also ganz, ganz einfach. Ich nehme einfach mir die gesamten Latten, lege mir die dann zurecht, alle parallel zueinander. Und dann nehme ich mir einen Winkel, es gibt hier den auch nochmal groß. Ne? Dann nehme ich mir den Winkel, habe mir ein Maß angezeichnet. Das kommt jetzt hier nicht auf einen Millimeter drauf an. Ne? Das ist immer diese Schöne an solchen Gartenprojekten, dass man nicht so genau arbeiten muss. Und das reiße ich mir dann natürlich auch auf der anderen Seite an. Dazu drehe ich das Ganze, lege das wieder parallel an, markiere mir hier die zwei Punkte und zeichne das natürlich dann auch auf der anderen Seite an. Und dann bohren wir das Ganze auch, wie gehabt, bei dieser Konstruktion hier zwei Schrauben, damit das Ganze sich nicht verdreht. Und schaut, was ich gerade noch mal gefunden habe bei mir im Bohrkasten. Das ist, wenn ihr jetzt keine Tischbohrmaschine habt, das ist eine Vorrichtung mit einem Bohrer. Da könnt ihr auch unterschiedliche Bohrer einspannen mit einem Senker. Das heißt, ihr bohrt und senkt das Holz gleichmäßig. Das habe ich nämlich jetzt hier auch noch mal getan, das Ganze gesenkt, damit die Schraube nachher auch schön bündig ist, damit wir nachher hier eine Holzplatte draufsetzen können. Besser gesagt eine Siebdruckplatte, die kriegt ihr auch bei Plattenzuschnitt 24, die könnt ihr euch dort fertig auf Maß zuschneiden, sprich ihr braucht keine Tischkreissäge. Alle Links findest du unten in der Videobeschreibung. Und bevor wir jetzt anfangen, das Ganze zusammenzubauen bzw. zu lackieren, müssen wir uns ja, das Ganze wird ja nachher geschlossen, einmal hinten und einmal hier seitlich. Und da kommen einfach Profilbretter rein und die müssen wir irgendwie festmachen und deswegen bin ich gerade nochmal nach hinten gegangen. Ich hebe immer ganz, ganz gerne solche Abfallhölzer auf. Die sind immer zum Schade zum Wegschmeißen. Und die sägen wir uns jetzt zu, einfach gerade ab, schrauben die hier fest, jeweils in den Innenseiten. Und ich würde sagen, innen bündig, hinten auch. Und dann können wir das Ganze auch lackieren. Und ich habe mich dafür entschieden, die Rahmenhölzer komplett in Weiß zu streichen und die Fetten auch. In der Regel genügt ein Anstrich, aber wer es wirklich deckend haben will, macht noch mal einen zweiten Anstrich hinterher, kann ja nicht schaden. Und jetzt will ich das Ganze miteinander verschrauben, bevor wir die Außenplanken anbringen.
Und da müssen wir natürlich ziemlich genau arbeiten, denn nachher kommt nämlich hier nochmal eine Platte drauf. Und damit das Ganze im rechten Winkel ist, empfehle ich euch wirklich einen großen Winkel zu verwenden. Das ist jetzt hier ein 500er, damit das Ganze auch wirklich im rechtwinkligen Winkel ist. Rechtwinkligen Winkel? Das ist nämlich nicht im Winkel. Und ich weiß nicht, habt ihr selber so einen Winkel oder habt ihr euch mal einen Winkel selber gebaut? Es gibt ja so ein, zwei Videos auf YouTube, da wird es gezeigt, wie man es machen kann. Ich bin allerdings kein Fan davon, dass ich mir einen Winkel selber baue, weil, ganz einfach, so ein Holzwinkel, ja, es ist schwierig, ne? Es kann mit unter anderem mal sein, dass ein Ding mal runterfällt, dann ist es nicht mehr richtig im Lot und dann habt ihr das Schlamassel. Und so einen halben Millimeter macht wirklich schon eine Menge aus. Es kommt immer natürlich darauf an, was ihr baut. Wenn ihr jetzt kleine Möbelstücke baut, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn ihr große Schranksysteme baut oder mal größere Dinge, da macht ein halber Millimeter auf 2-3 Meter, da kann es schon locker ein halber Zentimeter werden. Deswegen müsst ihr bei Winkel oder bei allgemeinen Messinstrumenten wirklich immer darauf achten, dass das wirklich stimmt. Und damit die Fetten auch oben oder die Sparen, je nachdem wie man das benennen mag, auch gleichmäßigen Abstand haben, habe ich mir, um mir das Ganze zu erleichtern, zwei kleine Holzstücke zugeschnitten, die mir errechnet und dann erspart man sich eine Menge an Zeichnerei oder Messerei. Das Einzige, was wir machen müssen, ist jetzt hier den Überstand abmessen. Das sind hier 2,5 cm, 25 mm. Und dann können wir das Ganze festzwingen und, verschrauben. Fertig! So, bevor wir uns jetzt mit der Beplankung beschäftigen, will ich erstmal die Bodenplatte zuschneiden. Und zwar hat die ein Maß 90 mal, wir nehmen jetzt einfach die Sparenmaße, 95,5. Hier oben kommt eine Siebdruckplatte drauf, die ist nämlich wasserabweisend bzw. wasserfest. Und die schneiden wir uns jetzt zu. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich dieses Riesenteil hier, ist gar nicht so schwer. Naja, okay. Die Siebdruckplatte, die ich jetzt hier verwende, hat eine Stärke von 19 mm. Die gibt es auch in unterschiedlichen Stärken. Das Besondere daran, die Oberfläche ist hier beschichtet, somit wasserabweisend. Die andere darunter ist rau, somit ist das ein bisschen rutschfest. Die bekommt ihr, wie gesagt, auch in unterschiedlichen Stärken. Ihr könnt euch das Ganze auch bei Plattenzuschnitt 24 fertig zuschneiden. Sprich, einfach auf Homepage gehen, die Maße angeben und dort bekommt ihr dann auch fertig zugeschnittene Platten zu euch nach Hause geliefert. Sprich, ihr braucht keine Tauchkreissäge verwenden oder ihr braucht auch keine Tischkreissäge dafür. Zwischen Siebdruckplatte und Fette oder Träger gebe ich noch ein bisschen Montagekleber. Einmal, um diesen Stoß hier abzudichten, falls dennoch mal ein bisschen Wasser hier reinkommen sollte. Und dann, um das Ganze hier noch ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Ihr könntet quasi auch jetzt hier Leim drauf geben, aber Siebdruckplatte ist ja beschichtet und da hält der Leim bekanntlich nicht. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach Montagekleber. Der Nageln bekanntlich süchtig macht, werden wir das Dach jetzt drauf nageln. Und jetzt muss das Carport nur noch dicht gemacht werden. Ist mittlerweile ein ganz schöner Klopper geworden. Ne? Anfangs so die Innenmaße 700 mal 400, aber letztendlich ist das so ein Meter mal Meter Projekt. Um das Ganze zu blanken, habe ich ja anfangs erwähnt, dass ich mir hier so eine Konterlattung bzw. so ein paar Leisten reingeschraubt habe. Und ich werde das jetzt so machen, dass ich immer ungefähr 5 mm links und rechts ein bisschen Luft lasse. Ich denke, das sieht besser aus. Sprich, wir machen das jetzt hier 61 und hinten schneiden wir das Ganze auf 68,5 zu. Oder? Genau. Und dafür habe ich mir hier solche gehobelten Profilbretter besorgt, beziehungsweise das sind keine Profilbretter, ihr könnt aber auch Profilbretter hier reinsetzen mit Feder und Nut, aber so wie ihr wollt. Ne? Und die haben ein Maß von 100 x 18 mm stark. Die säge ich hier zu und bevor ich die dann hier anbringe, lackiere ich die noch oder maler.